Servusle, meine süßen spätsommerlichen Sedilianer. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde mit Evil Dynasty, mit Maucher, mit Rasimir und mit Wildruder, die ich zum ersten Mal in meinem Leben fegen sehe. Das wusste ich gar nicht, dass die hier sauber machen. Hinten flatzt der Bub im Eck rum. So sieht es übrigens aus, so sah das zu meiner Kindheit aus. Da gab es ja noch nicht Internet und so Geschichten. Da hat man dann sowas gemacht abends. Das war so zu der Zeit, als ich in dem Alter war, gab es noch nicht mal Kabelfernsehen bei uns. Wildruder, du bist so fleißig. Schöne Geschichte. Ja, warum habe ich gesagt spätsommerlich? Wir gehen jetzt in den letzten Sommertag rüber, es gibt einiges zu tun. Zum einen ist mir wieder eingefallen, wie wir damals Albin im Bogenschießen besiegt haben. Ich würde nämlich fast sagen, dass wir gucken, dass wir das heute vom Kasten kriegen. Alwins Geschichte, den Bogen. Habe ich noch 200? Ja, ich muss noch ein bisschen was verkaufen dann. Mensch, wie süß, dass das hier funktioniert. Da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich mich daran erinnert, wie gesagt, mit dem Bogenschießen. Dann habe ich gesehen, dass ich im Gurktaler beim Schneiden, ist mir aufgefallen, der heißt ja gar nicht Gurktaler. Und ich möchte mit euch heute das Materiallager aufbauen, das große. Und die Gänse müssen wir gleich füttern. Deswegen würde ich sagen, wir legen uns schon mal ab. Mensch, mach Feierabend, Mäusle. Komm zu mir auf die Britsche. Ich gehe fischen. Ich gehe fischen. Hier riecht's ja nach Fisch. Draußen riecht's nach Fisch. Überall riecht's nach Fisch. Pah. Bub, steh auf. Steh auf, Bob. Steh auf. Okay, dann bleib liegen. So. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Süße. Auf geht's. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz die Tiere abkleppern. Hier, ne? Ich muss noch mal ganz kurz zum 20-Meilen-Stein. Da bin ich ja arg verbissen gewesen. Ich habe das komplett vergessen, dass du... Oh, den habe ich, glaube ich, aufgesammelt, als ich Steinmesser gemacht habe. Naja, jedenfalls, wenn wir hier drauf schießen. Genauigkeit 16 gibt es 3 Punkte. Wenn ich ein bisschen zurückgehe. Ey, aber das war doch so. Okay, vielleicht haben sie das geändert. Ich müsste aber beim Alwin drüben probieren dann. Weißt du, wenn du weiter weg stehst, kriegst du nämlich mehr Punkte. So war das damals. So haben wir es damals geschafft. Anders war es gar nicht möglich, glaube ich. 20,4 Punkte. Wenn ich den jetzt dreimal getroffen hätte, wären wir aber auch noch nicht auf die Punkte vom Alwin. Aber wir gehen rüber. Vielleicht funktioniert es bei der Zielscheibe anders. So habe ich den damals besiegt. Ist eine Weile her. Aber das hat damals sehr gut geklappt. Ich hoffe, das klappt heute auch noch. Ansonsten mittlerweile kommt Steinwolf, ist alles gut. Jetzt gehen wir erstmal nach den Viechern gucken. Ich würde sagen, zu den Schweinen, dann runter zu den Hühnern und dann die Gänse füttern. Hier müsste normalerweise noch Kohl ausgebracht werden. Da habe ich auch nochmal geguckt. Dünger ist da, Säckchen sind da und auch die Steinspitzhacke haben sie zum Bearbeiten. Weizen. Und sonst ist hier alles erledigt, ne? Alles sauber. Das Haferfeld, auf das freue ich mich, das kannst du gar nicht glauben. So, und sobald der Herold erledigt ist, Leute, kümmern wir uns um Tierfutter, dann schauen wir nochmal nach, was brauchen wir. Und dann legen wir die großen Felder entsprechend an mit Tierfuttergetreide. Ich würde fast sagen, dass wir hier anfangen. Feld, ist das ein großes? Dann teile ich das in 3 Hälften, ja? Beziehungsweise dieses hier... Und irgendwie hätte ich Bock, hier auch nochmal eins hinzusetzen. Lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir da noch eins dran kriegen würden. Wie groß war denn der Abstand hier? Das ist Feld endet hier. Okay, dann ist immer einer in der Mitte offensichtlich. Warte mal, ich muss es genau. Dann wäre das hier. Jetzt müssen wir mal gucken, weil dann hätte man nämlich das Tierfutter schön zusammen. Ich kann hier nur nicht über die ganze Fläche gehen, weil da der Weg ist, ne? Wie viel haben wir jetzt hier? 7 auf 8. Finde ich super. Finde ich super. Schalala, schalala. Guck mal, überall ist jetzt was los. Jetzt ist das Leben wieder da. Jetzt beginnt es langsam. Überall schleppeln sie rum, kümmern sich. So muss es sein. Hier oben wird gekocht. Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Kannst du mal ein Stückchen zur Seite gehen? Das wäre arg schön. Guten Morgen, mein Diggerle. Gurtaler. Gukurukuku. Gurtaler. Okay, ihr wisst Bescheid. Ich muss den aber umbenennen. Der darf ja natürlich jetzt hier nicht so heißen. Tierchen. Schweinbaum. Gurtaler. Gurk. Jetzt stimmt's, gell?
Stimmt's jetzt wieder, Diggerle? Ayo, Wojo, hast du nicht richtig geguckt gestern? Hast du wieder zu schnell geschrieben? Alterle. Ah, ist ja Alterle, kann die auch sagen. So, ihr zwei, drei, Entschuldigung. Achso, ich wollte nach dem Futter gucken. Au, das war fast klar. Die kriegen dann auf jeden Fall schon mal drei. Oh, da muss ich Tierfutter noch kaufen. Ich habe extra weniger mit. 9. 8. 5. So. Dann habe ich das aufgefüllt mit 3. Dann muss ich zu den Hühnern. Ah, da war ein Freudesgrunzer. Ein Freudesgrunzer war zu hören. Du bist schmutzig, ja, wenn man im Schweinestall rumhängt. Guten Morgen, der stinkige Bauer kommt. Lass du mal die Hühner raus, sonst muss ich dich leider entlassen. Stückler. Hallo? Hallo? Ja, die... Juhui! Juhui! Tut mir leid, sie will nicht hämmern, Pigs in den Fuß. Jetzt hat sie es geschafft. Ja, wunderbärle. Wunderbar. 3% Futter haben die nur noch. Oh, bo, 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 bo. Da muss ich die Hälfte rausschmeißen hier. Ey, muss Tierfutter kaufen. So. Ich habe euch auf 13%, weil ich habe jetzt Gänse. Ja, guten Morgen, Ursel. Servus. Herr Bettler, Ursel, wo sind die zwei Kollegas? Sind die schon unterwegs? Onder. Wo ist denn das andere Hahnzeug? Sind die? Ach, die habe ich verkauft. Die habe ich ja verkauft. Wie geil. Klammer beschwert. Oh, meine Händler sind weg. Ich habe sie verkauft. So, wo sind denn die Gänse, Leute? Wo haben wir denn die hingebaut? Vorne, gell? Das ist das Schönste am Spiel. Nach seinem Zeugs gucken. Hier ist der Gänsestall. Digga, ich habe 2 Gänse gekauft. How are you? Mir geht's gut. Wenn du zur Seite gehst, könnte ich kurz rein. So, erstmal hier. 3%. Okay, 7%. Müssen wir Tierfutter kaufen und 200 Münzen brauche ich für ein Alves. Ach ja, die waren ja noch klein. Ich nehme da die Steine weg. Die sind ja für dich wie ein Bag, gell? Schwätz keinen Scheißdreck, lass mich durch. Wo ist dein Kollege? Ja, das Problem bei den kleinen Gänse ist, dass ich sie nicht wirklich sehe. Oh, wie er mal gleich schnauft, wenn du mal kurzzeitig drauf bist auf dem Dingsle hier. Kessel, Doppelbett, Bett, Sack, Schmutz. Komm, ich dusche mich geschwind. So. Also, Tierfutter müssen wir ein bisschen besorgen auf jeden Fall. Da habe ich zu wenig. Er linste noch ein letztes Mal um die Ecke. Nimm mal den Stein mit, wenn ich ihn schon gerade sehe. Ist besser, wenn es dunkel ist, gell? Sonst sehe ich es nicht recht. Aha! Da wollte ich auch lang. Ich stoß dich weg. Ich stoß dich weg. So, was ich jetzt halt nicht weiß, wenn ich das Gebäude hier drüber bauen will, kann ich dann noch an die Materialien ran in der Zeit? Weißt du? Ansonsten haben wir heide Aufgabe vor uns. Gebäude, Gewinnung, Lager, Nahrungsmittellager. Hier ist es, ne? 10 Holzstämme. Wir werden es jetzt sehen, Leute. 10 Holzstämme. Bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Lager. Ah ja, das kostet jetzt halt ein bisschen was, aber weißt du was? Macht nichts. Macht gar nichts. Dann haben wir zum Herbst. Weißt du, lieber gehe ich im Herbst den Ausflug mit euch machen. Wir wollten ja hier hoch nach... Denica ist es nicht. Hoch. Wir wollten ja hier hoch nach Cerethnica und das können wir aber im Herbst machen. Ein schöner Herbsttag wirkt Wunder. Ja, guck mal, ich kann drauf zugreifen, ne? Perfekt, gut gelöst. Ist eh schon ziemlich geil, wie sie das hier gemacht haben. Mit dem Drüberbauen und so. Aber ich muss sagen, das ein oder andere hätte ich mir gewünscht, dass es nicht so spät kommt. Wie zum Beispiel die Taverne, weißt du?
So, siehst du, da kommen wir schön vorwärts. Und ihr seht auch schon, dass er recht schnell hämmert. Liegt daran, dass ich die Skillpunkte da rein verteilt habe. Weiter geht's. Bretter haben wir auch schon 6 Stück eingelagert. Da muss ich gar nicht so viele selber schneiden. So. Jo, hau rein. Okay, es hat zweimal das Ding oben gemacht. Das ist sehr gut. Doch, ist... Achso, ja, wir haben ja jetzt Gänse. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Also, da brauchen wir halt da noch jede Menge gleich. Wie sieht's denn eigentlich aus? Brennholz, minimaler Vorrat. Den Holzschnitzer habe ich ja schon eingestellt, dass der mir nicht noch mehr... Fiolen könnte man nachher verkaufen, ein paar. Und Leder ist auch wieder da für Säckchen. Und ein paar Leinsamen könnte man eventuell auch rausklopfen. Ich brauche keine 188 Stück. Genau, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall Holz. Oh. Ich will das nicht alles auf... Wir gehen jetzt gleich selber noch Holz holen, glaube ich. Jupp, machen wir. Pass auf. Hier sind 6 Bretter. 10 Sticks. Das haben wir ja eingegeben. Also mit ein bisschen Glück sind Sticks da. Stick me back. Dip, dip, dim. Stick me back. 10 Stück reichen für einen Hammer. Ich hätte aber bestimmt auch noch einen Hammer da drin gehabt. Hammer noch einen Hammer oder Hammer kein Hammer? Egal. Also 6 Bretter. Wenn dann 12. Ja, das sind 18, ne? So, und natürlich noch jede Menge Holzstämme. Auf geht's. Warte mal, ich kann da bestimmt ein bisschen was ausladen noch. Wie sieht's im Inventar aus? 15 Kilo, ne, ist immer ziemlich leicht. Haben die meinen Kohl gemacht? Ein Feld hat er erst. Säckchen. Dünger und Spitze. Ich habe doch das überprüft. Weil das Lager jetzt weg ist. Wenn das Lager im Umbau ist, zählt es vielleicht für die als nicht vorhanden, weißt du? Das kann gut sein. Das heißt, da muss ich dann selber nochmal ran, wenn ich den Kohl voll haben möchte heute. Jetzt gehen wir aber erstmal Bretter schneiden, geschwind. Machen wir mal 2 Bäume klar. Wir machen jetzt eine Tour zusammen. 2 Bäume, Bretter schneiden, unten anbringen. Und dann mache ich es wieder so wie immer. Bereite alles so weit vor, dass wir die letzten Bretter zusammen reinhauen. Dann ist der Umbau durch und dann gehen wir noch zum Alvin. So, machen wir das. So, warte. Da haben wir schon mal 4. Denk dran, dass da oben die Büffels wohnen. Holzäxte. Also Äxte haben wir genug im Dings drin. Die müssten eigentlich... Vielleicht prüfe ich ganz kurz nochmal den Holzschuppen, ob ich da irgendwas verstellt habe vielleicht. So. Auf zur Bretterputze. Schalalalalalalala. Bitte machen Sie den Arbeitsplatz frei. Danke, danke. Hol Holz, Diggerle. Ein Säbel hier nicht rum. So. 16 Stück, die bringen wir jetzt gleich noch runter gemeinsam. Und dann mache ich einen kleinen Schnitt. Tierfutter, 200 Münzen für den Alvin. Wir verkaufen Fiolen, ein Säckchen und ein bisschen Leinsamen. Dann müssten wir eigentlich gut rauskommen heute. So, wie viel haben wir jetzt schon? 5 Vorgänge von 18 durch. 10 Bretter haben wir im Inventar, so muss das. Und dann haben wir ja morgen eh eine größere Aufgabe. Ich nehme an, den zweiten Herbsttag gehen wir dann auf Tour. Ich will morgen gucken, dass wir das soweit erledigen mit dem Harold. Mit dem Harold's Love. Weißt du, was du machen kannst? Immer noch 4 mit. So. Hast du alles? Jawohl. Holzstämme mal 4. Draußen steht Schweinle. Naja, aber sie arbeitet. Also umgehackt wird auf jeden Fall. Bloß gedüngt nicht. Vielleicht hatte sie die Hacke schon in der Hand. So, Leute. Machen wir erstmal hintere Seite fertig, so gut es geht.
Brunnen wird. Hör das Brunnengeräusch. Okay, das ist durch. Wir haben noch Bretter. 6 Stück. 10. Also hier nochmal drauf. Zack. 2. Also 8 Bretter fehlen noch. Das hole ich jetzt ran, das Zeug, und dann verbauen wir es gemeinsam, ja? Ich würde nur kurz, bevor ich das mache. Kann ja sein, dass nur die Spitzhacke funktioniert oder so. So. Oder dass sie nach der Arbeit oben direkt hier runter geht, weißt du? Also, das haben wir dann erledigt. Ah, ich höre es schon, er wird gearbeitet. Sehr gut. Ha ja, dann ist es mit dem Kohl erledigt. Mehr ist eh nicht mehr zum Anbauen. Dann haben wir die Landwirtschaft schon soweit erledigt. Guck dir das an. Dankeschön, Meister aller Klassen. Wollte gerade sagen, es sieht ja auch richtig gut aus, dass man jetzt hier durch kann, aber es ist einfach noch nicht fertig gebaut. Okay, pass auf. 18 Dünger wieder rüber, 8 Federn zurück, 3 Holzstämme können wir verbauen, Sticks rüber. Dann gehen wir kurz gucken. Ne, wir gehen erst nochmal Bretter schneiden. Wie viel habe ich gesagt, brauchen wir? 2 und 6 sind 8 Bretter. 8 Bretter. Hier sind es dann überall 5. Warte mal, geschwind. 2, 7, 12, 17, 21, 21, 8. Wir sehen uns gleich unten beim Aufbau, beim Final, dass wir rüberkommen zum Bogenschießen. Bisschen was holen wir jetzt noch aus dem Lager raus und wenn es da nicht reicht, müssen wir noch einmal ganz kurz los. Ist es nicht schön, wenn man jetzt von hier oben runterläuft, das zu sehen? Auch der Umbau unten, es ist schon alles ziemlich cool. Tierfutter hier, Lego Mio. Aber es ist perfekt. Bis die nächsten Tiere zusammen, also bis wir die nächsten Tiere freischalten, sind wir in der Tierproduktion, Tierfutterproduktion auch durch. Hier Kohlfelder hat er angelegt. Wunderbärchen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, werden wir jetzt mit dem Dach fertig. Bämchen. Und da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir genug im Lager haben oder ob ich nochmal hoch muss. So. 2 Seiten sind es noch. Das heißt, wir brauchen noch 9 Holzstämme. So. Holzstämme. Sehr schön. Wie sich es halt mal so ankördert, ob ich das Huhn erwischt habe. Die Gans, ne? Hä, es hat jetzt mit einem modernen Dach und so, gell? Träumchen. Hast du so gequietscht? Da hinten höre ich die andere. Ne, die sind noch da. Innen drin will ich es angucken, ne? Ja. Wirkt auf mich jetzt nicht so extrem anders, aber hier halt 2000 jetzt, ne? So muss das sein. Jetzt pass auf, bevor uns der Bub jetzt hier gleich drauf geht. Was macht denn ihr hier oben noch? Ah, ihr düngt schon mal, weil Dünger da war, he? Alles klar. So. Trinken und ich glaube, ich habe noch jede Menge Trockenfleisch dabei. Naja, jede Menge. Perfekt, dann bereiten wir uns jetzt vor. Ich hole die Leder schon mal, dann machen wir die Säckchen. Prüfen wir aber gleich, ob wir noch hier eigene benötigen oder ob wir die komplett raushauen können. Material. Leder. Oh, schön. 30 Säckchen, Leute. Ich glaube, da geht was, oder? Also, gucke ich gleich, ob ich noch genug Pfeile habe. Bogen ist am Start. Die Säckchen verkaufen wir. Dann nehme ich noch Handvoll Leinsamen mit oder Federn. Vielleicht Federn. Ich glaube, da haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Oh, das wollte ich auch noch gucken. Ich mache das gleich kurz mit einem Schnitt. Ich will kurz gucken. Den Gänsestall habe ich nämlich nicht eingestellt. Ne? Verwaltung. Gänsemense.
Tierhaltung. Gänsehaus. Wo haben wir da eher Eier oder Federn? Ich glaube, ich mache da einfach mal Federn. Gänsefedern. Komm, das machen wir. Die Gänse übernehmen die Federgeschichte und die Hühner übernehmen die Eiergeschichte. Dann können wir mal ein Eierrezept demnächst freischalten, vielleicht, weißt du? Machen wir hier nur Federn. Und hier machen wir nur Eier. So, dann baue ich jetzt die Säckchen zusammen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich kurz vor Gustovia drüben. Den Weg sind wir ja schon 100 Mal gelaufen. Dann richte ich kurz die Sachen zum Verkaufen, die ich gesagt habe. Und dann geht es nochmal weiter. Ja, ganz kleiner Schnittler. Schnittlauch Ende. Wir sind schon fast da. Jetzt gehen wir erstmal verkaufen. Fiolen habe ich jetzt mal ein paar mit zum Verchecken. Allerdings habe ich die Leinsamen daheim gelassen. Ich möchte die erstmal behalten. Ich weiß noch nicht, wie groß mein Beet wird, weil Flachsfelder kann man nie genug haben. Dafür habe ich jetzt noch ein paar Federn mitgenommen und die Säckchen komplett durchgejagt. Und dann schauen wir mal, was rumkommt dabei. Ich würde sagen, wir gehen zur Dobro geschwind verkaufen. Gustl, servus. Achso, wieso arbeitet ihr heute nicht? War schon der Lance? Hello there. Ich bin gar nicht die Dobro. Mach's see gut. You soon. Jo, see you selber soon. Halt, hier How bist you? Du. Zeig What mir deine Ware. I've got it. Ja, Baby. Pass auf, ich habe mir überlegt, da bin ich nämlich zu faul gewesen, jetzt was zu bauen. Die da hätte ich auch gern los. Und schon habe ich einmal Geld für einen Alvin. Und dann hatten wir noch Säckchen. So. Hä? Doch, jetzt habe ich genug Kohle. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tierfutter. Tierfutter. Ich muss ja mindestens rechnen, dass ich, bis ich mich jetzt eingeschossen habe, einmal noch versemmel. Wo ist er denn? Wo ist denn der Kneilefeiz? Wo kommen da? Wieso geht denn ihr so spät zum Job? Wo sind die alle, Leute? So wie mir, da bist du ja. Tierfutter brauche ich. Never disappoint. Ja, nee. Wir machen 21. Das ist 7 Einheiten pro Stall. Und zweimal für den Alvin noch Kohle. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Schlaf gut, macht's gut. Eure Jungs geht's gut. Medlau. So sieht es aus, die Galle, wenn man keine Freunde hat. Doppelte Steuer. Alvin, du Rakete. Gib 100 Münzen. Du kannst es noch einmal versuchen, wenn du willst. Die Bedingungen bleiben dieselben. Ich bin dabei. Waren das nicht 200 letztes Mal? Gleich mal ohne einschießen. Also hier war der 20 Meter Stein. Ne? Und wir gehen jetzt auf 25 Meter. Das habe ich verzogen. Aber es gibt mehr Punkte, gell? Boah, hundertprozentige Genauigkeit. Das hat aber nicht gereicht, oder? Das habe ich mir anders vorgestellt. Einmal kriegst du noch. Den da müsste ich ein paar Mal... Also ist jetzt nicht so, dass nur weil man weiter wegsteht, dass es gleich klappt. Man muss trotzdem zielen erstmal noch, ne? Wenn ich hier hingehe... Ach du je, ich sehe die Zielscheibe gar nicht mehr. Der war schon mal nicht schlecht. Der war super. Jetzt haben wir's. Wieso hat denn der letzte so verzogen? Jawohl! Wer ist jetzt der Grund an gleich große Gosch? 10.000 Goldmünzen schon verloren. Wer ist der größte, beste Meisterschütze im Tal? Hallo. Bilde dir nicht zu viel drauf ein. Du hast ja viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Du wirst schon sehen, ich werde noch üben. Und am Ende werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir recht. Ob dir das wirklich gelingt, das werden wir dann bei der nächsten Gelegenheit sehen. Boah, Alvinle. Alvinle, Alvinle. Aber die andere Knete hat er ja verdient. So,
warte auf die nächste Jahreszeit. Jetzt haben wir für den Alvin wieder ein bisschen was gemacht. Ich gehe jetzt rüber ins Dorf. Ich mache jetzt mit euch noch kurz Tierfütterung. Lasst uns noch gemeinsam den Tag abschließen heute. Morgen geht es schon wieder in den Herbst. Steigen wir natürlich in der Folge ein. Wir wollen ja auch wissen, gibt es wieder eine Herausforderung zur Jahreszeit beginnen oder kommen wir ohne durch? Dann möchte ich natürlich gucken, ob das hier auch so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Wir müssen füttern. Quest wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Scheiße. Scheiße. Ich hätte jetzt schwören können, wir haben die ja im Sommer angenommen. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir zumindest die Chance haben. Das heißt, ich kann sie nicht erfüllen, es sei denn, ich gehe jetzt Zeugs verkaufen und kaufe Hafer und Zeugs ein, gell? Das wird unendlich teuer sein, denke ich mal. Tja, meine Lieben, damit hat sich das Thema dann auch erledigt. Wie viel Kohle hast du noch? Eins können wir machen. Letzte Maßnahme für heute. Ich nehme jetzt doch die Leinsamen. Wir kratzen jetzt alles zusammen und gucken, ob wir es erledigt kriegen. Dann haben wir ja unsere Ernte als Tierfutter. Teil 1 schon mal, weißt du? Weizen, Hafer und Roggen. Jetzt bin ich gespannt. Also pass auf. Die will ich ungern hergeben. War da nicht normalerweise? Habe ich das alles schon zusammengekratzt? Kann das sein? Ich glaube, ja. Aber... Warte mal. Bei L müssten die dann doch sein hier. Leinsamen, aber nicht alle, oder? Ich lasse uns mal 70 Stück da. Nee, andersrum. 70 lasse ich da. 200 nehme ich mit. So, jetzt bin ich gespannt. Würde jetzt nur funktionieren, wenn wir genug Kohle zusammenkriegen und genug Zeugs schon haben. Also Hafer, Roggen, Weizen. Ich müsste im Prinzip jetzt 160 Hafer kaufen, ne? Aber ich muss ja nicht den ganzen Dings mitnehmen. Ich lasse 132 Weizen hier. So, 200 Weizen habe ich einstecken, 200 Roggen. Jetzt verkaufe ich die Leinsamen und hoffe, dass ich drüben bei der Scheune, bei dem Verkäufer, ich würde es gerne einfach erledigen. Nicht, weil es jetzt, weißt du, ich glaube, je nachdem, wie das ist, kann es sein, dass du verlierst fast nichts, wenn die Quest nicht erledigt hast. Aber ich würde es ja gerne erledigen einfach, weil ich ja auch so ein ganz kleines bisschen tiefer im Spiel drin bin, wie ich muss, weißt du. Und das ist halt einfach so eine Ehrengeschichte. Gut, Alvin haben wir auf jeden Fall jetzt erledigt. Zumindest den Teil mit dem Bogenschießen. Und jetzt käme noch der Herold. Jo, dann haben wir doch noch was gefunden. Ich habe gedacht, dass ich bis im Herbst Zeit habe, weißt du? Jo, jetzt schnauf durch, Digga, ist alles gut. Leg deinen Bogen weg, den brauchst du nicht. Volle Energie, rein, verkaufen. Am besten nicht bei der Dobro, die hast du nämlich schon blank gemacht fast. Wie? Ich hab die Dobro blank gezogen. Ich hab vor der Dobro... Schwätz nicht, Digga. Schwätz nicht so ein Scheiß. Jetzt gehe ich da links in die Küche. Die hat immer... Da läuft sie gerade. Spatzel! It's nice to meet you. Boah, was ist denn du für Stimmen? Farewell. Ja, ja, du hast mir ein bisschen Angst gemacht gerade. Wohnen die da drin oder was? Ne, nebendran. Hä? Das ist die Ding, bei der wolltest du ja nicht. Aha. Ja, ich kann auch bei dir. Edwin, zeig mir mal deine Waren geschwind. Ja, ja, komm. Weizen kriegt der Kollege. Ich verkaufe dir mal 100 davon. Jetzt muss ich gucken, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss kaufen 160 Hafer. Jetzt bin ich gespannt. Best goods in the valley. Der hat nur 56 Hafer, Leute. Have a good day.
Das war's. Na gut, aber ich habe wenigstens habe ich's probiert. Aber jetzt noch irgendwo anders hinrennen, reicht's uns zeitlich nicht. Okay. Gustl, ich komme demnächst mal vorbei auf ein Bier und erzähle dann, wie ich den König verarscht habe. Also Leute, sollte nicht sein. Schade, wenn wir einen Monat mehr Zeit gehabt hätten, wäre es genau aufgegangen. Wenn ich das nächste Mal sowas annehme, haben wir Vorräte. Schon bereits am Tag, an dem ich die Mission annehmen werde. Dann laufe ich jetzt rüber, dann sehen wir uns morgen, Eintritt in den Herbst. Und dann machen wir das Beste aus unserem Leben. So machen wir das. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.